Habt ihr den Code von gestern rausbekommen? Die Antwort ist 6241. Wir haben hier ein Bild mit einer blutigen Hand und einem Messer. Ich habe es jetzt schon aufgeschnitten, weil ich die Aufnahme gestartet habe und mir ist mein Aufnahmeprogramm abgestürzt. Also nicht wundern. Wir gehen jetzt direkt rein in den 8. Dezember. Daniel war den Anweisungen gefolgt und war so von dem gelben Wort grün zu dem pinken grün gekommen, dann zu dem pinken türkis mit der 6, zu dem pinken blau, zu dem blauen blau mit der 2, zu dem blauen rot, zu dem grünen rot mit der 4 und schließlich zu dem grünen pink mit der 1. Er tippte 6241 auf den silbernen Tasten ein und das Tor schwang mit einem lauten Quietschen nach rechts und gab den Weg zur Villa frei. Der weiße Roboterhund fuhr ihnen um die Beine und begleitete sie zur Haustür. Das laute Bellen war einem leisen Hecheln gewichen und seine Räder hinterließen zwei breite Spuren in der dünnen Schneeschicht auf dem Boden. Die Tür stand bereits einen Spalt weit offen, fast so, als ob sie erwartet würden. Als Daniel auf die Eingangsstufe trat, erklang plötzlich ein dröhnendes Lachen, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ho, 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 Andy grinste ihn belustigt an. Ein Sensor in der Fußmatte, so ein Ding hatten unsere Nachbarn auch zu Halloween. Das hier hat allerdings einen wesentlich besseren Lautsprecher. Ich wusste gar nicht, dass du solche Angst vom Weihnachtsmann hast. Daniel ignorierte den Kommentar und ging hinein. Er hätte schwören können, dass er schon wieder etwas gehört hatte. Einen leisen Knall oder einen Schlag in der Tür. Aber er würde sich hüten, das auszusprechen. Herr Gerolsbacher, rief Andi in den leeren Flur. Sehen Sie da? Ich bin Andreas Hauner von der Kripo München. Wir hätten nur ein paar kurze Fragen an Sie. Das Haus antwortete mit undurchdringlicher Stille. Daniel trat zögernd ein. An den Wänden hingen seltsame Bilder und jede Menge Vitrinen mit Figuren aus Plastik. Schau mal, eine Original-Skeletor-Figur von den Masters of the Universe aus den 80ern. Die hat bei einer Auktion über 2000 Euro gekostet. Andy sah ihn irritiert an. Ich habe mal eine Geschichte zu wertvollen Fanartikeln gemacht, erklärte Daniel achselzuckend. Gemeinsam durchsuchten sie die scheinbar verlassene Villa. Du weißt schon, dass ich dafür richtig Ärger bekommen kann? Fragte Andy, während sie das Wohnzimmer begutachteten. Ich weiß, sagte Daniel, aber haben wir eine andere Wahl? Im Büro von Leonard Gerolsbacher fanden sie jede Menge Brettspiele, aber auch volle Aktenschränke und eine große metallene Plätzchendose, die seltsam deplatziert auf dem Schreibtisch wirkte. Andy öffnete sie. Darin waren keine Zimtsterne oder Spekulatius, sondern Unterlagen mit merkwürdigen Abbildungen, mit denen Daniel nichts anfangen konnte, und Namen von Personen, die er ebenfalls nicht kannte. Doch auf einem Blatt fiel ihm sofort etwas ins Auge. Darauf wurde Sebastian Holzer, der Koma-Patient, erwähnt. Daniel nahm das Dokument und die anderen Papiere und steckte alles in die Innentasche seiner Jacke. »Du kannst Gerolsbacher doch nicht einfach beklauen!« protestierte Andreas. »Ich betreibe nur journalistische Recherchen«, rechtfertigte Daniel sich und durchsuchte die Aktenschränke, die jedoch nur Patente und Ideenpapiere für die verschiedensten Spielzeuge enthielten. Andreas hatte sich schon auf den Weg zum nächsten Zimmer gemacht. Er wollte wohl lieber nicht Zeuge davon werden, wie Daniel seinen journalistischen Ethos auslegte. Seine Stimme klang seltsam flach, als er rief, »Das solltest du dir vielleicht besser anschauen!« Daniel folgte dem Polizisten in das Schlafzimmer, nur um im nächsten Moment wieder herauszutaumeln. Blut. Da war so viel Blut. Er fing sich und zwang sich, wieder näher zu treten. Ein metallischer Geruch stieg ihm in die Nase, und auf dem Boden sah er den leblosen Körper eines älteren Mannes, den er als Leonard Gerolsbacher erkannte. Ihm war offensichtlich ein Messer in den Bauch gerammt worden. »Mist, das ist gerade erst passiert«, fluchte Andy, während er zuerst erfolglos die Lebenszeichen und dann die Körpertemperatur des Opfers mit seiner Hand überprüfte. »Wahrscheinlich haben wir den Täter nur wenige Augenblicke verpasst.« Daniel sah plötzlich, dass der Tote einen Zettel in der Hand zu halten schien. Ein winziges Stück weißes Papier blitzte unter den blutverschmierten Fingern hervor. Ohne zu überlegen, zog er es heraus, darauf bedacht, den Leichnam nicht zu berühren. Als er schließlich einen Blick auf den Zettel warf, spürte er, wie seine Knie plötzlich nachgaben.
In diesem Moment hörten sie eine Polizeisirene, die sich der Villa näherte. »Scheiße!« rief Andy. »Vermutlich haben wir oder der Mörder einen stillen Alarm ausgelöst. Das sieht nicht gut für uns aus. Ich habe keine Ahnung, wie wir meinen Kollegen erklären sollen, was wir hier machen. Lass uns lieber so schnell wie möglich abhauen.« Er und Daniel rannten zur Terrassentür, verschwanden in den Garten und von dort über die Gartenmauer, die zu der rückseitigen Straße führte. Was hat Daniel so in Aufregung versetzt? Das ist jetzt das Rätsel dieser Seite. Also ist es erstens, die Nachricht verrät, wie er den Spielzeughersteller ermordet hat. Zweitens, er weiß nun, dass er Andy nicht trauen kann. Oder drittens, er hat etwas wiedererkannt. Was glaubt ihr, was ihm an diesem Zettel so aufgeregt hat? Und ich bin gespannt, ob das Weglaufen vor der Polizei irgendwas hilft. Also in dem Sinne, ich bin schon richtig gespannt auf den morgigen Tag. Ich hoffe, ihr genauso und schönes Rätseln bis dahin. Ciao!